Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna Bericht aus. Wir sind stehen geblieben und zwar hier auf dieser Toilette, wollte ich schon fast sagen, in diesem Badezimmer. Mit ein paar Spiegeln, mit ein paar Waschbecken der bösen Schlange. Und natürlich auch den Duschen im Hintergrund, denen wir gestern schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zuteilhaben lassen, als es wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Denn der Raum ist sowieso vollkommen irrelevant für die Story und für die Rätselketten. Deswegen gehen wir jetzt raus und wir sind hier, glaube ich, rausgekommen. Deswegen schauen wir jetzt mal hier drüben rein. Was haben wir denn da vor uns? Ah ja, erstmal ein Stuhl mit einem Dedelec-Logo. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Sichtfenster, eine Zellentür, einen Alarmknopf, einen Mülleimer und einen Kalender und das war's auch. Okay, dann schauen wir uns von links nach rechts den Screen an. Wir beginnen bei der Tür. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Ja, die haben wir ja selber wahrscheinlich genügend Tage, Wochen und Monate vor der Nase gehabt, bis wir mit unseren Fußnägelkräften die Polster... Nein, Quatsch, mit dem Stuhlbein die Polster zerschnitten und mit dem Fußnagel den Ventilator beseitigt haben. Wenn es doch nur so einfach wäre. Gut, dass wir die nicht nehmen können, ist mir klar. Aber vielleicht können wir ja mit der reden. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Niemand bei der Tür zu Hause, okay? Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, dann gehen wir mal wie immer die Items durch. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Okay. Damit kriege ich höchstens Autotüren auf. Gute Idee. Oh, da wird nichts gesprochen. Jetzt fühle ich mich irgendwie dämlich. Jetzt habe ich gerade kurz Angst gehabt, dass er das Glas einfach nimmt und voll gegen die Tür klatscht. Aber okay. Mit dem Glas natürlich an der Tür horchen, das geht natürlich auch. Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist, ich kann nur bis zum Knick sehen. Ja, da bräuchte man jetzt einen knicklosen Strohhalm. Damit würde das wahrscheinlich sogar funktionieren. Warum gibt es keine Bar, die auch nach Hause liefert? Aber um beim Strohhalm nochmal anzusetzen, das würde bei einem normalen Schlüsselloch, also einem normalen Schloss, wahrscheinlich auch ohne Strohhalm sehr gut funktionieren. Aber gut. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Ich glaube nicht, dass die Tür Hunger hat. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Warten Sie, wir schicken jemanden vorbei. Moment, ich habe meine Adresse noch gar nicht gesagt. Diese bitterböse Vermittlung. Da will sie einen immer vermitteln, aber ohne die nötigen Infos wird das sowieso nichts. Aber gut, wir kennen ja die Witze schon. Die Vermittlung hilft uns sowieso nie weiter. Aber wir können bestimmt die Zelltür mit Ketchup beschmieren. Oder? Yes! Nimm dies! Sehr schön. Dann auch mit Senf. Jawohl. Sehr gut. Okay. Wie wär's denn mit einem Formular? Ich könnte das Blatt Papier unter der Tür durchschieben. Ja, ja. Und dann könnte ich mit einem spitzen Gegenstand im Schlüsselloch herumstochern. Ja, ja. Und dann könnte ich den Preis für das innovativste Adventure 2008 bekommen. Nein! Nein, nein, nein! Nein, sicherlich nicht den Schlüssel, der dann rausfällt, der auch ganz sicher bei einer Gefängnistür an der Innenseite steckt. Ist doch logisch. Wer weiß das denn nicht? Dieses Instrument der Versperrungstechnik fasse ich nicht einmal mit Topflappen an. Nimm dies, widerwärtiges... Das kennen wir ja alle schon. Nipscha. Auch hier kein Kratzer. An diese
diese geniale Kombination haben die Programmierer leider nicht gedacht. Oh. Das ist aber traurig, dass sie dafür nicht extra ein eigenes Sample aufgenommen haben. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aufmachen! Polizei! Ach nein, nein. Die kennen wir schon. Hier, Captain Unbrauchbar. In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Das kennen wir auch schon. Können wir dann vielleicht noch Edna draufkritzeln? Nein, aber wir können der Tür ein paar Augen anmalen. Das ist auch relativ genauso gut. Nimm dies! Alter, die Soundeffekte sind einfach der Shit. Du hast einen fetten Poloschläger. Und eine fette Metalltür vor dir. Holst aus, was du kannst und versuchst, die Tür einzudreschen. Ha! Und es kommt nur noch Pock. Kein fettes Klöll oder irgendwie sowas. Nein, ein leises, harmloses Pock. So geil. Nimm dies, wie... Okay. Harvey? Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Absolut verständlich. Und ich entschuldige mich übrigens, falls ich gerade etwas träge klingen sollte, was wahrscheinlich der Fall ist, aber es liegt einfach daran, dass wir es schon sehr spät haben und ich den ganzen Tag über anderes zu tun hatte und jetzt erst zu Edna komme. Nun gut. Wir haben die Items durch, das heißt, wir werden uns jetzt dem Sichtfenster widmen und... Obwohl, nein, das ist... Da können wir hingehen. Das ist kein Item, was wir in diesem Raum haben. Das heißt, wir fangen... Machen beim Mülleimer weiter. Ja, ich denke, wir machen beim Mülleimer weiter. Leer. Okay, kann man den mitnehmen? Der würde mich nur behindern. Ach Quatsch, das ist doch ein super, super Aufbewahrungsort für Fußnägel, Gläser, Strohhalme, Cocktailkarten. Alles, was du nicht in den Topf packen willst. Mann. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Aber... Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Aber da steht doch nein, geh weg! Mann. Ich habe nur wichtige Sachen. Okay. Ich habe nur wichtige Sachen. Ich will nichts wegschmeißen. Schnipp! Den Fußball. Wir haben ihn noch. Okay. Wie bitte? Ich soll mein Ticket in die Freiheit wegwerfen? Eventuell nicht. Aber ich habe Angst, dass du das Cocktailglas gleich beiseite schaffst. Daher wird einmal zwischengesaved. Stimmt. Das will ich bestimmt nicht mehr benutzen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Wir machen beim Strohhalm weiter. Stimmt, den will ich bestimmt nicht mehr benutzen. Was? Was? Moment. Okay, wir machen jetzt mal alles durch. Nein, die brauche ich vielleicht noch. Nein, die... Und dann sehen wir sowieso weiter. Ich werfe... Seit... Lass mich ab. Ich... Oh, Moment, hier. Ich werfe keine Lebensmittel weg. Aber seit wann das denn? Lass mich ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Okay. Das funktioniert doch noch einwandfrei. Aber mit Ketchup und Senf kann man vollspritzen, natürlich. Nein, das... Brauche ich sicher noch... Nein, die... Brauchen vielleicht noch... Nein, die... Brauchen wir vielleicht auch noch... Nein. Ebenso... Nein. Auch den Topf brauchen wir vielleicht noch. Nein. Hier. So. Mülleimer. Lieber nicht. Sonst glaubt mir niemand mehr, dass ich ein Cop bin. Weil es ja auch der Wahrheit entspricht, nicht wahr? Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Der schreibt noch. Niemals. Der... Sorry? Niemals. Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Na gut. Es ist immerhin kaputt, das oder?
das habe ich nämlich auch schon gedacht. Deswegen habe ich jetzt. Werde ich es jetzt dann gleich laden. Aber nicht doch. Harvey ist. Noch gut in Schuss. Das kennen wir schon. Wir laden nochmal. So. Und jetzt nochmal. Der Vollständigkeit halber. Einmal und zweimal. Sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt beim Alarmknopf weitermachen. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Alter! Und bei dem Gespräch ist mir gerade aufgefallen, dass ich wahrscheinlich bei einer der letzten Folgen vergessen habe, ein Standbild einzufügen. Ich werde das wohl oder übel mit einer Texteinblendung nachholen. Hoffe ich. Erinnert mich bitte dran. Wenn ich es immer noch vergessen habe, bitte einfach einen Kommentar drunter. Matze, mach das sofort. Dann werde ich darauf höchstwahrscheinlich reagieren. Das wäre nett. Vielen Dank. Wir haben ihn uns angesehen, ja? Nehmen erstmal. Den will ich nicht. Okay, dann vielleicht mit ihm reden. Alarm! Alarm. Alarm. Oder was? Was meinst du, Harvey? Das ich dann. Ich war. Drücken. Kein Effekt, Gott sei Dank. Okay. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. What the fuck? Okay, gut. Klar, basteln wir uns mal einen Knopf aus Kleiderbügeln. Klingt sinnvoll. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Schade. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Ah ja. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Ein Luftbewegungsschalter. Die kann hier leider nichts ausrichten. Alles klar. Auch hier fehlt mal wieder der Dialog. Die weiß ich einfach nicht, was ich machen soll, glaube ich. Da weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Liebe Edna, ich versuche Chips mit einem Alarmknopf zu kombinieren. Das ist ein Alarmknopf, ein A, und Chips, ein C. Wenn du die kombinierst, kommt ganz sicher ein Bananensplit raus. B. Ist doch logisch, oder nicht? Nein? Okay, dann lassen wir das. Hallo, ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Ich sag einfach nichts dazu. Außer Ketchup! Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Ketchup ihn längst ausgelöst. Vielleicht hier der Senf. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Senf ihn längst ausgelöst. Okay, gut. Wie wär's mit einem Formular? Dieser Knopf wird mir auch keine Unterschrift herbeizaubern. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Das ist aber sehr schade tatsächlich. Keine falsche Vorsicht. Okay, dann mit der Gabel voll drauf los. Ich will das nicht essen. Keine Wirkung. Niemand hat was von Essen gesagt. Sollst du ja auch drauf losgehen? Keine Wirkung. Genau so, aber leider keine Wirkung. Ach, Alarmknopf? Jetzt lese ich's erst richtig.
Ich dachte, Alarmtopf macht so auch viel mehr Sinn. Ach Mann, ich war auch die ganze Zeit beim Alarmtopf. Wie konnte mir das nur passieren? Ob dieser Knopf die Polizei ruft? Wohl oder nur nicht. Den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Oh nein. Welch diabolischer Architekt könnte denn so etwas tun? In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Oh nein, was auch immer er ausgelöst hat, wir werden sie erst in der nächsten Folge erfahren von Let's Play Edner bricht aus. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, Freunde. Bis dann, euer Matze. Ciao.